Erkrankungen und dann diese Aktionsplan aufzustellen und den immer drastischer werdenden Folgen des Klimawandels entgegenzutreten und vorzubeugen. Wir unterstützen eine Senkung der Temperaturen in den Innenräumen von Gemeinschaftsunterkünften, Kitas, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen. Wir finden auch, dass Sie die betroffenen Gruppen gut benannt haben. Ältere Menschen, Menschen mit psychischen und physischen Vorerkrankungen, Menschen mit Behinderung, suchtkranke Menschen, Schwangere, Säuglinge, Kinder, Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben und Menschen, die obdachlos sind. Aber auch die von Ihnen benannten Menschen, die schwerer körperlicher Arbeit im Freien nachgehen, sind ebenso viele, also sind ebenso viele andere, wie viele andere oft in prekären Beschäftigungen. Sehr viele Menschen aus diesen betroffenen Gruppen haben eine Sache gemeinsam. Sie befinden sich im Transferleistungsbezug. Es ist egal, ob nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, den SGB II bzw. 12 oder nach dem Wohngeldgesetz. Ihnen allen wird hier bei uns eine viel zu niedrige Angemessenheitsgrenze für die Kosten der Unterkunft zugesprochen. Oft leben Sie dadurch in schlecht gedämmten Wohnungen oder schlimmer in ungedämmten Dachgeschossen, weil besser sanierte Wohnungen schlicht zu teuer sind. Wir haben von vielen Betroffenen gehört, dass sie aufgrund der Hitze ihre Kinder nicht schlafen legen können, dass eine Mutter trotz Schichtarbeit in einem besonders heißen Jahr ihr Kind früher aus der Kita geholt hat. Tagsüber musste die Wohnung abgedunkelt werden und sie hat einen Teil des Schlafens auf den Nachmittag verlegt, damit in der Kühle bei Einbruch der Dunkelheit noch etwas Zeit miteinander verbracht werden konnte. Am stärksten betroffen sind die von Ihnen benötigten